Hallo und herzlich willkommen zurück bei KSL Ultimate mit dem Karten Ersota und dem Loxion. Das bin zuweilen ich. Zuweilen? Ja, zuweilen. Bist du es manchmal nicht, oder? Ja, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Schon vergessen? Ist erstmal ein Snickers. So, stimmt, ja. Gut. Da war ja was, er hat Hunger. Diese Sendung wird unterstützt durch niemanden. Genau. Wie sagt Alexi Bexi immer, danke an, scheiß die Wand an und fick doch den für die Finanzierung von nichts. Sagt er immer bei seinen Produktreviews, weil er kriegt es ja nicht gesponsert, sondern er kauft sich das ja selber. Darum sagt er immer, vielen Dank an. Ich habe hier einen Fehler gemacht, weil das, wie ich es jetzt hier so habe, würde nicht funktionieren. Darum... Es wurden Fehler gemacht. Ja, ich habe es gerade gesehen. Wir schmeißen das hier raus und setzen das in ein eigenes, hoppala, Programm. Epische Musik. So. Episch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja, aber das habe ich in die Gamescom-Videos eingebaut. Was soll ich machen? Mir zugucken. Ach stimmt, ich wollte mal zugucken. Richtig. Nämlich, und heute sehen Sie ein Schwarzbildschirm. Dieses Programm gibt es noch nicht. Diese Funktion, die mache ich gleich. Punkt set Text halt. Text halt? Text halt. Auf 4. Mal schauen, ob 4 reicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Okay. Heute sehen Sie, wie Loxion failed. Warte. Ja. Karten? Lox? Kannst den Scheiß gleich alleine machen. Das geht anders. Karten, Karten, Karten. Lava einmal ausschütten. Achso, du hast noch gar nicht gestartet. So. Das heißt, genau, jetzt muss ich hier noch schnell die CL-Funktion schreiben. Funktion CL. Werden alle sterben. Wie war die denn jetzt nochmal? Die war monitor.clear, glaube ich. Starten das Rennen, Monitor geht hoch, wir sterben. Punkt Z. Schon, ja. Kurse, hoppala. Weiß ich nicht wieso. Du programmierst das so. War da jetzt ein Punkt oder war da jetzt kein Punkt? Nee. Cursor. Poth. Klammer. 1,1. Klammer. Nicht ja. Nicht ja. Ende. Es kommt auf einmal, wenn man zu viel Käfig voller Helden guckt. So. Also, wir haben die Funktion CL, die im anderen Programm gebraucht wird. Dann kommt Checkrunde, da wird geguckt, ob die Runde gestartet wird, ob das Signal da ist. Doch die Feder ausgedrückt. Dann kommt die Funktion Start, guckt, ob das Signal richtig ist. Ansonsten springt es auf... Aha, da muss ich noch... Shell.run Monitor... Ne? Ne? Du schaffst das, wir glauben an dich. Ja. Ui? So, als würde ich dir nicht trauen. Aber. Trau dir nicht. Check Start Sleep. Check Start Sleep. Also, das könnte. Warte mal, ist es doch ein Komma gewesen? Hier. Mach mal einen Punkt. Muss es nicht ein Punkt sein? Da amerikanische. Kommt aufs Gleiche raus. Ganz ruhig. You can do it. Okay. Ist eigentlich, ich denke, es ist wurscht. Ne, ich meine bloß eigentlich, ja. So. Save Exit. Edit Runde. Jetzt gucken wir, ob hier alles stimmt. Die vier Variablen. Dann kommt Check für die Farben. 1, 2, 3. Dann kommt Check für die Runde. 1, 2, 3. Wenn ein Signal von unten kommt, dann ist es an. Wenn ein Signal nicht kommt, ist es aus. Dann Funktion Show. Ach, das geht wiederum nicht so. Wusste ich. Hm? Wollte dich nur das testen. Das geht so nicht. Das hier muss ich anders machen. Weil er weiß ja, glaube ich, nicht, wo er es hier anzeigen soll, wenn ich ihm das so gebe. Also müsste ich das hier auch wieder in ein eigenes Programm packen. Hm,
Okay, es dauert noch ein bisschen. Ja. Machen wir das in Minecraft mal. Wurde auch nicht in 2 Tagen programmiert. Ja. 3. Nein, in 7, Entschuldigung. Genau, ich wollte auch gerade sagen, in 7. Shell. Also in 6. Am 7. Tag ruht er sich aus. Stimmt, am 7. Tag ruht der Notch. Monitor. Hat sich sein PayPal-Konto angeschaut. Back. Wie nenne ich das Programm? Show. Sehr. Wie kreativ, ja. Einfallsreich. Okay. Ich glaube, das ist auch. Das ist 0,1, das ist ein bisschen viel, aber 0,5. Jede halbe Sekunde müsste reichen eigentlich. 0,1 ist ein bisschen viel. Machen wir 0,5, ah? Ich dachte auch gerade. Mann, nee. 6 setzen. Nein, 0,1 ist von der Zeit her viel. Wie oft es refreshed wird. Je kleiner die Zahl, umso mehr ist es. Ja, das heißt, desto schneller. Ja. Heißt nicht viel, sondern eher zu wenig. Wenn man von der Menge ausgeht. Ja, dann solltest du es auch so formulieren. Ich bin auch von der Menge ausgegangen. Ja, ja, allein von dem Text, den du gesagt hast, konnte man nicht darauf schließen, weshalb sich das falsch anhört. Ja, was kann ich dafür, dass ihr nicht so denkt wie ich? Weil du nicht alles sagst, was du eigentlich gerade denkst. Ich sage viele Dinge. Aber nicht genug anscheinend. Was fehlt mir jetzt hier noch? Er weiß manchmal selber nicht, was er denkt. Kurze Fix, bringt mich nicht raus. Scheiß die Wand an. Siehst du? Ich glaube, ich gehe auch meinen. Ja, check. Guck und mal, du bleibst hier, du musst lernen. Bisschen Redstone habe ich schon. Bau nicht ins System. Sieh zu und lerne. Wir brauchen noch. Ich muss durchsehen und lernen. Ich glaube, ich kann. Ich muss fast die Fix machen. Brauchen noch eine Funktion, um das. Oh ja, bitte. Deinem Gesicht kommentieren, was Lox gerade labert. Dann schaue ich mir auch mal Cars in die Hand. Moment. Videogerät. Kämpf. Ja, ein bisschen Unterhaltung brauchen deine Zuschauer ja auch, also. Könnte man Lox zuschauen, wenn ich hier Kämpf reinfüge? Ich glaube, der Ton wird nicht ganz synchron sein. Das ist mir bei Evil Within aufgefallen. Moment. Ja, warte. Das ist sehr selten, ja. Videosignal scheint einfach ein bisschen länger zu brauchen. Pack ich mich mal hier oben? Ich hatte so. Huch. Soll ich mich gerade wegschneiden? Warte, ich könnte. Hallo Leute! Könnt ihr kurz, damit die Lippenbewegung passt? So, Moment, ich hätte nämlich mal ganz kurz nicht. Also, der Kahn ist ja schon ein bisschen exhibit. So, jetzt müssen wir mich hoffentlich wieder. Aua! So, jetzt müssen wir mich hoffentlich wieder hören, sonst habe ich ein Problem. Sonst habt ihr jetzt Stummfilm. Oh Gott. Also ich höre was. Ja. Das Problem ist, damit es synchron ist, muss ich die. Oh Gott, ich habe es hoffentlich das richtige Mikro angestellt. Müsste da was Richtiges sein. Muss ich das Mikro sozusagen über die Cam laufen lassen, also damit es da synchron ist. Ah, das schlechte Mikro also. Nee, ich nehme nicht das Cam-Mikro, sondern ich lasse dann immer das Mikro, das hier ist. Ich zeige das für die Zuschauer. Dieses Mikro hier zusammen mit der Cam läuft, damit es synchron ist. So, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und das Mikro, das eigentlich laufen sollte, habe ich ausgeschalten. Das synchron zum Bild ist. Also zu dem Bild hier. Seht ihr da? Da ist meine Maus. Zu dem Bild hier. Zum Ingame-Bild. Genau. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass das, was ich hier sage und das, was ich hier mache, auch leicht asynchron ist, aber das fällt dann weniger auf. Das muss ich bei Evil Within auch noch machen. Das ist korrekt. Oder vielleicht DX-Story für Evil Within nehmen, weil das ist doch manchmal ganz schön. Ja, das... So gerade in Zwischensequenzen. Weil dann könnte ich die Cam auch rausschneiden in Zwischensequenzen, wenn ich sie vergesse. Man weiß es nicht. So, dann schauen wir mal. Ja, wieso deine Cam in Zwischensequenzen rausschneiden? Gerade da hast du ganz schön viel Mimik. Das ist eigentlich das Witzigste von allem. Oh Mann. Was habe ich mir da angetan? Was habt ihr mir da angetan? Halt, warum schaue ich jetzt eigentlich da hin? Ich muss euch anschauen, das sehe ich ja nicht. Ich brauche noch irgendwas so ein Bild von euch, das ich anschauen kann, wenn ich euch anstarren möchte. Oh. Das spüren wir dann, oder? Das spürt ihr dann. Ich spüre diesen Hass. Was? Name expected? Wieso? Startet er jetzt? Warum startet er jetzt die Runde? Obwohl.
Edit Start Up. Okay, gehen wir nochmal. Unten ist das Signal, das Redstone-Signal jetzt an, richtig? Sollte. Ich kann schauen. Das zum Bundle-Cable hochgeht. Aha. Okay. Aha. Okay, nochmal. Bla bla bla. Funktion, Checkrunde. Wenn das an, dann das an. Okay, verstehe. Der Motor, der cool aus. Funktion Start. Wenn weiß an, wenn weiß 1, dann wait. Ansonsten Runde. Das stimmt so. Checkrunde, Start, Sleep. Keine Diamanten, ich habe nur Redstone. Schon. Schatz. Ach ja, Schatz sind im System. Stimmt, habe ich aus dem reingeschmissen. Nee, ich bin ja mein. Warum? Zum Teufel. Dann hole ich mal kurz die Schatz aus dem System. Aus dem System raus. Okay, ich bin gerade verwirrt. Warum fängt er mit dem Rundenprogramm an, obwohl es noch gar nicht so weit ist? Oder eine Variante. Oder statt Punkt doch ein Komma. Oder andersrum. Statt. Das darf nicht wieder raus. Ja, das Silber habe ich auch wieder das alte Silber gemacht, gell? Weil das neue sah mir zu sehr nach Diamant aus. Und das alte Zinn. Warum habe ich gerade ganz komische Soundbox? Oh. Ich weiß nicht. Das knistert bei mir im Ohr. Ich hab das auch. Achso. Okay, ich nicht. Das muss also an dem Computer liegen. Wo das liegt, wo das läuft in der Nähe bei euch ein Hügel. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dieses Bundled Cable hier nicht richtig connected. An den Computer? Ja. Versuch's mal mit einem. Mit dem roten, mit dem Standard Wire funktioniert das nicht, oder? Und dann auf Bundled und dann auf die farbigen? Hast du noch Bundle-Cable-Karten? Bestimmt. Ja. Ah, warte. Okay. Hast du eigentlich verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nee, das geht nicht so, wie du das meinst. Dankeschön. Ich meine, das muss doch mal für ein Unwissenden auch mal geklärt werden. Du brauchst jetzt Bundle-Cable. Ich hab schon. Er hat schon. Wieso? Aber das kriegst du aber erst, seit ich mir die Cam eingeschalten habe. Dann machst du nicht so auf bestimmt einen Schicken in der Nähe. Das knistert so. Nein, ich habe ein Knistern im Kopfhörer, nicht von den Chicken. Na du? Ja, das Chicken wäre auch über Kopfhörer, oder irre ich mich jetzt gerade? Ja. Das ist ein Chicken hier unten drin. Ja, aber das knistert nicht. Doch, das ist das, was knistert. Jetzt ist es tot und das Knistern hat aufgehört. Weil das ist nämlich kein Knistern, sondern das kleine Chicken da unten auf der Erde rumrennt. Das ist nein, das Knistern gewesen. Nein, ich habe trotzdem ein Knistern. Dann hast du Halluzinationen. Dann habe ich halt Halluzinationen. Ist das Knistern gemeint? Ja, dann halt das. Außerdem, dann hat Lox gesagt, er hört auch was knistern, aber er meinte was anderes. Dann mach ich halt die Cam nochmal aus. Und, Cams, jetzt ist Knistern weg. Ich Cam. Ja, interessant. Er macht also Geräusche. Cam macht Geräusche, oh nein. Das hat ein Eigenleben. Jetzt sag mir bloß, dass sie das geändert haben, dass nur noch Advanced Computer an die Dinge ran können. So teuer sind die jetzt aber auch nicht. Ja, aber das Problem ist, dass ich die ganzen Programme jetzt auf dem Computer habe. Moment, ich guck noch Floppy. Mal. Ja, Floppy. Ich weiß. Soll ich schon mal machen? Warte. Ein Floppy Disk wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Floppy! Und meine Damen und Herren, basteln wir uns an die Floppy Disk. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Wegen Bundled Cable. Egal. Ich brauche Blatt und Redstone. Haben wir ein bisschen beides. Habe ich Blatt? Habe ich Redstone? Doch, habe ich Redstone.
der Floppy Disk. Und wir brauchen noch einen Drive, oder? Ja. Drive? Das nicht, das auch nicht, das brauche ich. Was sind das? Smooth Stone? Okay, habe ich. Bringe ich dich vorbei oder soll ich dran kleben? Kleb einfach mal oben dran das Floppy. Und schieb dir das Kette gleich rein. Schieb und das Kette. Das. So. Und dann kannst du die Programme, die ich geschrieben habe, gleich mal auf die Diskette zwischenspeichern. Wie ging das nochmal? Wie bei Linux. Ist es gespeichert? Ich speichere nochmal. Exit. Ne, wie ist der Pfad nochmal? Der Pfad ist ROM. Quatsch, Disk. Disk. Also was brauche ich? Runde, Startup, Wait. Das war's, oder? Ja. Also, soll ich es kopieren oder einfach move'n? Mach ich Copy einfach. Copy, Runde, nach. Muss ich dann auch Disk dann? Disk-Runde machen? Genau. Okay. Copy. Name expected steht hier immer noch auf dem Monitor. Start, Disk. Startup. Copy. Wait. Disk. Wait. Soll der drauf sein? Okay. Kann ich das irgendwie sehen, dass es drauf ist? CD, Disk. Stimmt. Hast dein Schwein Johannes genannt? LS. Okay, ist drauf. Okay. Dann nehme ich es wieder raus. Ja. Das ist Prä-Neumond, glaube ich. Das ist ein zunehmender Mond. Ah ne, muss nicht. Scheiße. Kommt auf die Blickrichtung an. Fuck. Okay. Kann sein, dass es Neumond ist. Vorm Neumond. Neumond. Weiß ich auch nicht mehr ganz. Warte. Dann kann ich den eigentlich gleich... Obwohl, nein, den hätte ich ja gleich dran lassen können. Da könnt ihr da gleich da das Goldie-Ding hin. Ich mach mal den Advanced. Achso. Advanced. Oder haben wir noch einen? In den Advanced? Nee, habe ich bisher noch keinen gemacht. Ah, ich brauche Glasplatten. Huch. Rezept dazu haben wir noch gar nicht. Eine Sekunde. Habe ich schon rein, da. Austappen, ohne dass mir das Spiel jetzt töten geht. Dun, dun, dun. Ich muss mal kurz was schauen. So. Ich habe goldenen Computer. Dann wechsel die beiden mal aus. Ich nehme dir mal den alten weg. Alter weg. Neuer da. Ich habe jetzt aus Versehen die Floppy Disk mitgenommen. So. Connected aber nicht. Redstone Test Bundled Input. Okay, das ist klar. Redstone Set Bundled Input. Get Bundled Input? Hm. Wo ist der Computer hin? Achso, dann geh ich mit. Ah, warte, dann testen wir das doch mal. Moment. Oh. Geht aber nicht. Ist schon wieder Schatz ins System geschmissen? Ja. RS. Get. Input. Right. Okay. Spectrum String. Wieso haben wir eigentlich diverse volle Chars da drin? Null. Weil die voll sind. Und ich Platz für James brauchte. Okay. Okay, I think keine weiteren we have Fragen mehr. A problem. Ja, stimmt, die Folge ist nämlich vorbei. Super Überleitung, super Karten. Und was das Problem ist, und wie es lösen wir, das sehen Sie in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Ciao.